Nordöstlich von Schloss Charlottenhof im Park Sanssouci in Potsdam befindet sich eine italienische Villa, in der sich die römischen Bäder befinden. Wir bummeln an einem künstlich von Peter Josef Lené angelegten Teich entlang und kommen bald darauf zu der Villa, in der sich die römischen Bäder befinden. Die spielerisch anmutenden römischen Bäder spiegeln die Italiensehnsucht des Bauherrn Friedrich Wilhelm wider. Das römische Bad wurde 1834 bis 1840 im antiken Villenstil errichtet. Die Räume lassen eine Mischung aus antiker Villen und römischen Bädern erkennen. Hier wurde nie gebadet. Der Innenhof besticht durch seinen Gartenteil und Arkaden.
Unser Ausflug in der Potsdamer Kulturlandschaft beenden wir im sogenannten Hippodrom, der, wie man vermuten könnte, keine Pferderennbahn war, sondern ein Garten, der zum Schloss Charlottenhof gehörte.